Wir stehen hier am Karlsplatz, die Karlskirche hinter uns und das Osterwochenende mit dem Ostersonntag, der bald beginnen wird. Eigentlich für die katholische Kirche ein wichtiges Fest im Jahresverlauf, aber nun scheint es einen Konflikt zu geben. Und zwar der St. Pöltener Bischof Alois Schwarz, der hat knallhart den Kardinal Christoph Schönborn kritisiert. Was war der Hintergrund dafür? Schönborn hatte in einem Interview in der Pressestunde gemeint, lieber Gott, lass Hirn regnen. Er bezog sich mit dieser Aussage auf die Impfgegner, die Corona-Schutzimpfung im Zusammenhang mit der Haltung von Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten. Dem Kardinal ist das unverständlich. Er kritisierte auch das Nörgeln der Österreicher, vor allem im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Das bereitet nun dem St. Pöltener Bischof Schwarz große Sorgen. Er meinte dazu, dass es mit solchen Aussagen zu einem weiteren Plus an Kirchenaustritten kommen könnte. Umso wichtiger, so Schwarz, sei es in dieser schwierigen Zeit, dass man zusammenhalten würde und dass vor allem Bischöfe zeigen würden, dass die Menschen zu ihnen kommen können und nicht weitere Spaltungen stattfinden würden. Schwarz meinte, dass es ihm wichtig sei, sowohl die Menschen einzuschließen, die sich impfen lassen, würden, als auch jene, die sich aus bestimmten Gründen nicht impfen lassen würden. Dass es weitere Kirchenaustritte auf Basis solcher Aussagen geben könnte, das ist die größte Sorge von Schwarz. Christoph Schönborn, der äußerte sich nicht wirklich dazu und meinte später auch noch, die Österreicher und Österreicherinnen sind sich gar nicht bewusst, wie gut es ihnen eigentlich geht.